Wer in Berlin schon mal mit der U-Bahn gefahren ist, der kennt die vielen, sagen wir mal, zwielichtigen Gestalten, die mit im Waggon sitzen. Das kann besonders bei Frauen für ein mulmiges Gefühl sorgen, und das zu Recht. Denn in den vergangenen 10 Jahren ist die Zahl der sexuellen Übergriffe im Berliner Nahverkehr um 260% gestiegen. In 9 von 10 Fällen waren die Täter Männer. Um Frauen in Berliner U-Bahnen künftig besser zu schützen, fordern die Berliner Grünen jetzt männerfreie Zonen. Kevin Lux weiß mehr. Es ist die Nacht des 9. Februar dieses Jahres. Eine Frau fährt mit der U-Bahn durch den Berliner Südwesten, als ein Mann sie mutmaßlich sexuell nötigt und anschließend während der Fahrt vergewaltigt. Der Beschuldigte konnte zwar mittlerweile ermittelt werden, doch der Fall befeuert weiterhin die Debatte um die Sicherheit für Frauen im öffentlichen Nahverkehr. Vor allem in Städten wie Berlin. Allein 2023 kam es dort zu 391 Sexualdelikten. Angesichts dieser Zahlen fordert die Berliner Verkehrsexpertin Antje Kapek: Ein Vorschlag, den ich unterbreitet habe, ist, dass wir spezielle Frauenabteile in der U-Bahn einrichten, die in den Abendstunden dann für Frauen reserviert sind. Die Frauen von Männern zu trennen, um sie zu schützen, für Berlins Verkehrssenatorin der falsche Weg. Nein, ich glaube nicht, dass Frauenabteile notwendig sind, und ehrlich gesagt widerspricht das auch meiner Vorstellung von einer unabhängig von meiner Genderzugehörigkeit gleichberechtigten Gesellschaft. Was außerdem auffällt, in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die irreguläre Migration nach Deutschland sich negativ auf die Sicherheit im öffentlichen Raum ausgewirkt hat. Das zeigen die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik. In den Jahren 2015 bis 2022 gab es mehr als 8.500 angezeigte Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen durch Zuwanderer. Flüchtlinge sind bei dieser Kriminalstatistik als Tatverdächtige bei Vergewaltigungen stark überrepräsentiert. Die Trennung von Mann und Frau in Zugwaggons ist deshalb für die Polizeigewerkschaft Berlin auch nicht die Lösung von Problemen der inneren Sicherheit. In erster Linie wäre es schön, wenn wir uns als Gesellschaft alle einig sind, dass man Frauen nicht gegen ihren Willen zu irgendwelchen sexuellen Handlungen treiben kann und dass man nicht irgendwo zuschlägt. Aber das ist wahrscheinlich auch Wunschdenken. Die Polizeigewerkschaft setzt daher auf Überwachung in Berlin. An Bahnhöfen sind bereits 6.700 Kameras installiert, 1.000 weitere in Zügen.